Deutschland besiegt Holland mit einem 2:1. Auch in Donaueschingen haben die Fans beim Public Viewing den Sieg gefeiert. Und wir waren mittendrin. Sehr gut, sehr gut. Perfekt, perfekt. Wo waren die Stärken von der deutschen Mannschaft heute? Auf der rechten Seite, ganz klar. Und Gomez. Gomez war einsame Spitze. Gomez war Spitze. Deutschland! Nein, weil es war, eigentlich war es perfekt, weil gegen die Holländer sind sie einfach so stark, auch im Angriff. Und das Gegentor war eigentlich nur individuelle Stärke. Mit Neuer ein überragender Rückhalt. Perfekt! Deutschland! 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 Ja! Also es war super geil! Ich habe von vornherein gesagt, alle kritisieren den Gomez, aber er war heute wieder da und er hat heute alle weggemacht. Yeah! Yeah! Gomez! Ja. Finale! 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 Ja, Mann! Auf jeden Fall! Die Stärke war zum einen Boateng, war sehr gut. Toni Kroos nach einer Einstellung perfekt. Gomez, Doppeltorschütze, unglaublich. Das war alles. Wenn sie so spielen wie am Anfang von dem Spiel, dann können sie schon länger dauern, bis sie Probleme kriegen. Aber wenn sie wieder so spielen wie jetzt am Ende teilweise, dann wird es problematisch. Dann wird es eng. Mir hat es sehr gut gefallen. Mir hat gefallen, als Gomez die 2 Tore geschossen hat. Schaffen's, ich denke, dass... ja, es tut mir leid, aber dass sie im Halbfinale rausfliegen, ist ein Feeling. Aber ich hoffe, dass sie es trotzdem schaffen. Ja, Gomez 2 Tore natürlich und sind gute Chancen, dass wir die WM auf jeden Fall gewinnen. Sehr gut. Anzeigen für diese! Haben wir noch ewig Zeit! Ja, am Sonntag bei hoffentlich sommerlichen Temperaturen ein entspanntes Spiel, geht es um den Gruppensieg. Viertelfinale haben wir schon fix gebucht. Ich hoffe, dass sie Gruppenerster werden, weil dann haben wir ein Freitagsspiel, das wäre klasse. Thank you.